In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr E-Books auf Merkomedien nutzen könnt. Nach dem Login auf Merkomedien öffnet ihr einfach ein E-Book. Dazu müsst ihr lediglich auf das gewünschte Cover klicken. Wenn das E-Book geöffnet ist, findet ihr unter dem Buch eine Menüzeile mit verschiedenen Funktionen. Hinter dem ersten Menüpunkt Inhalt verbergen sich folgende Funktionen: Zusatzmaterial, Lesezeichen, Seitenübersicht, Suche, Inhaltsverzeichnis. Im Untermenü Zusatzmaterial sind Dateianhänge und Links aufgelistet. Lesezeichen könnt ihr im Lesezeichenbereich anlegen und verwalten. Ihr findet ebenfalls eine Seitenübersicht, durch die ihr scrollen könnt, um euch eine bestimmte Seite aufzurufen. Die Suchfunktion, welche mit einer Lupe gekennzeichnet ist, erlaubt eine Volltextsuche. Mit einem Klick im Inhaltsverzeichnis könnt ihr euch das gewünschte Kapitel anzeigen lassen und dort direkt hinspringen. Mit dem Menüpunkt Hotspots könnt ihr euch verknüpfte Dateien oder Links auf der aktuellen Seite anzeigen lassen. In der Mitte der Funktionsleiste findet ihr die Blätterfunktion. Hier könnt ihr Seite für Seite durch das Buch vor- oder zurückblättern. Oder durch einen Klick darauf eine bestimmte Seite eingeben oder anzeigen lassen. Unter Ansicht lässt sich das Dokument euren Lebensgewohnheiten anpassen und ihr könnt euch die Seiten zum Beispiel einzeln anzeigen lassen. Unter dem Menüpunkt Mehr könnt ihr uns ein Feedback senden oder das digitale Tafelbild aufrufen. Mit der digitalen Tafel stehen euch verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung. Unter anderem das Erstellen von Graphen oder auch schriftlichen Tafelbildern. Hinter dem Stiftsymbol im Kreis, der sich am rechten Rand befindet, verbergen sich weitere Funktionen. Mit Verschieben lässt sich zum Beispiel eine bereits eingefügte Notiz an einen anderen Ort im E-Book platzieren. Mit Freizeichnen könnt ihr Markierungen machen oder freien Text einfügen. Die Markierfunktion funktioniert wie ein Textmarker. Mit Element Löschen lassen sich eingefügte Notizen oder auch Markierungen wieder löschen. Mit der Funktion Formen zeichnet ihr runde oder viereckige Formen in das E-Book. Mit der Notizfunktion fügt ihr Kommentare und Notizen in das E-Book ein. Mit der Link-Funktion ergänzt ihr einen Link. Alle dem E-Book hinzugefügten Elemente sind auf allen euren Geräten vorhanden. Die E-Books synchronisieren sich automatisch durch eine vorhandene Internetverbindung. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei der Arbeit mit Merkomedien.